Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder unterwegs, diesmal im wunderschönen Niedersachsen und zwar an der Nordsee. Und wo sind wir jetzt genau? In Neuharlinger Siel. Ich bin gespannt gewesen, ob man sich das merken kann. Kann ich. Ja, haben unsere ersten Herausforderungen gehabt, aber das erzählen wir euch alles gleich nach unserem Intro. Nach dem Intro. Genau, so war das jetzt. Wir stehen direkt am Hafen von Neuharlinger Siel. Kostet jetzt in der Nebensaison, wir sind Anfang Mitte Januar sind wir hier, 15 Euro. Dazu kommt natürlich nochmal 1 Euro pro Person Kurtaxe. Richtig. Und Strom 60 Cent. Hier gibt es Strommünzen. Den Platz, den zeigen wir euch dann gleich nochmal, also nachher, irgendwann im Laufe dieses Videos. Ja. Ja. Erste Herausforderung war erstmal Bargeld, weil du brauchst unbedingt Bargeld. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Münzen gehabt. Das werden wir uns jetzt gleich besorgen, weil wir wollen hier tatsächlich mal auch 2 Nächte bleiben, wollen nicht sofort immer los, sodass wir ein bisschen mehr Zeit haben, um einfach dieses Video hier zu drehen. Und demnach haben wir auch Strom genommen, einfach mal zum Testen, wie funktioniert das Ganze und ja, bisher ja, kein Problem. Genau, also das seht ihr jetzt alles in diesem Video. Wir werden viele Sequenzen euch einblenden und jetzt werden wir mal gucken, was dieses Örtchen so zu bieten hat. For too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Das schönste Sommerwetter, hätte ich beinahe gesagt. Sommer ist es zwar nicht. Na, man kann sagen, früher Wetter, wobei, wie gesagt, wir am Anfang Januar. Also es ist so richtig schön. Wir haben gerade gesehen, hinterm Deich, also hinter euch, dreht euch jetzt mal um. Da steht ein ganz großer Wohnmobilstellplatz. Wenn ihr sagt, nein, steht nicht, dann tut mir leid. Hinter euch steht definitiv ein Wohnmobilstellplatz. Kann man so sagen. Ein richtig großer, wir haben Glück, wir stehen halt im Hafen. Ja. Sturmflut ist nicht angesagt, deshalb kann man da auch stehen. Ja. Ich weiß nicht, wo das zugehört, aber das müsstet ihr euch mal selber angucken. Vielleicht gehen wir morgen auch nochmal da lang. Also hier in diesem Video seht ihr das dann, also später noch, dass wir euch mal ein Foto dann einblenden von diesem anderen Platz und welche Plätze allgemein da gibt. Was ich ja noch sagen wollte, wir waren natürlich vorher noch erstmal in Bremerhaven und in Wilhelmshaven. Da waren wir auf den Spuren von Vantertainment. Die waren nämlich tatsächlich auch erst vor kurzem hier. Und deshalb haben wir da jetzt auch kein Video gemacht, weil wenn ihr da ein Video sehen wollt, guckt doch einfach das Video von den beiden, beziehungsweise den 2,5, da ist ja noch ein kleiner Hund dazu, den wollen wir nicht vergessen. Ja, und wir genießen das hier richtig, haben auch nur überlegt, wie heißen die Inseln, Spieker, Okhammer genau gegenüber, Wange, Okhammer hinten, wie hieß denn die andere? Langeoog. Langeoog. Jetzt hat er gerade auch überlegt wieder, wie das Ding hieß. Ja. Nee, Langeoog. Nee, da ist Langeoog. Spiekeroog. Da ist Langeoog. Das ist Wangeoog. Oh wei, siehst du, komm, man kommt ganz schnell durcheinander. Hier sind ein paar Oogs. Ja. Genau. Aber besser ein Oog als ein Ork. Das wäre ja schlimm. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Szenen hier vom Strand. Die blenden wir euch dann gleich ein. Und dann gehen wir auf jeden Fall zu unserem Buggy, weil was wird Zeit für eine? Brotzeit. Korrekt. Also Mahlzeit. Eine lecker Brotzeit haben wir gehabt.
Und Stefan ist am Rumbasteln. Ja. Was machst denn du da? Ja, hier hinten kommt nochmal indirekte Beleuchtung rein. Hier drüber. Da werden wir nochmal so eine LED-Wand reinbauen. Wir haben dafür schon den Schalter getauscht. Der ist nämlich jetzt ein Doppelschalter. Wird euch eingeblendet. Genau. Und hier hinten kommt noch eine USB-Dose hin. Da habe ich schon ein Loch vorbereitet. Die Kabel liegen hier schon, sind auch lang genug. Die liegen da verteilt in dem Schacht da drinne. Ja, das war gestern schon eine ganz schöne Aktion. Ach, das bleibt da drin? Nein. Nein. Das Kabel kommt natürlich raus. Die liegen nur schon mal da, dass ich sie jetzt auch gleich verbauen kann. Genau, also wenn der nicht basteln kann, ich glaube, in jedem geführten Video haben wir euch jetzt gezeigt, dass er bastelt. Ja, das ist im Moment so. Irgendwann hört das mal auf. Was machst du denn dann, wenn du nicht mehr basteln kannst? Gibt's andere Dinge. Video schneiden, für euch was Schönes machen. Also das kriegen wir schon irgendwas Schönes hin. Ich denke, ich schneide gerade zurzeit. Zurzeit ja, weil ich bastel. Dann darf ich nicht mehr schneiden. Na doch. Da bin ich mal gespannt. Ja, dann basteln wir hier und den sehen wir jetzt die nächsten Stunden nicht mehr. Und ja, aber irgendwann gibt's noch Essen, ne? Muss ich das auch machen? Machst du das nicht? Nee, das ist deine Baustelle. Na gut, okay. Ja, das koche ich auch gerne. Ich lese jetzt mal wieder ein Buch. Das machen wir. Und genieße den Ausblick auf die wunderbare Nordsee und glaube auf das Watt, weil viel ja, Wasser ist gerade gar nicht da. Es ist ablaufend ganz schön. Jo, genau. Also in diesem Sinne, bastel mal jetzt. Dann los geht's. So, Bastelaktion ist für heute abgeschlossen. Ja, und war doch erfolgreich, würde ich sagen. Genau, das werden wir euch dann gleich nochmal zeigen, wenn wir wieder zurückgehen. Wir wollen nämlich nochmal eine kleine Runde drehen. Ja. Und zwar in die Richtung. Und gleich werden wir mal einen Schwenk machen, damit ihr ungefähr mal den Platz da sehen könnt. Richtig. Weil wir sind ja ein bisschen weiter weg. So, jetzt drehst du dich mal. Schawupp, ja. So, und dann siehst du den ganzen Platz. Wir blenden euch ein paar Informationen ein, wie viele Plätze das sind. Kostet auf jeden Fall, das können wir euch nochmal sagen, jetzt außerhalb der Saison, also in der Nebensaison um 15 Euro, Kurtaxe 1 Euro pro Person, glaube ich, schon mal gesagt, oder 60 Cent pro Kilowattstunde Münzen müsst ihr euch da holen. Fähr- und Entsorgung ist auch mit am Platz, zumindest über die ganz normale Sani-Station. Du läufst gerade falsch, wir wollen in die Richtung. Achso, okay, dann müssen wir in die Richtung. Und ja, Müll, wie gesagt, ist auch dabei und aktuell wird natürlich kontrolliert, ob wir auch alle nach den richtigen Regeln dabei sind. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen hier wunderbar. Ich wollte gerade sagen, an der Nordsee. Kijk, da ist eine Nordsee da. Ja, die ist jetzt weg. Also wir zeigen euch das mal. Genau. Wie ihr seht, nur Wattenmeer. Nur Wattenmeer, Wattenmeer, ne, nix mit Meer. Meer ist nicht mehr da. Ja, wir laufen jetzt hier ein bisschen lang, zeigen euch ein paar Impressionen, weil ein bisschen Bewegung tut noch gut. Sonne ist jetzt nicht mehr da, aber es bleibt trocken und das ist doch dann irgendwie wichtig. Kann auch sein, dass wir nämlich gleich wieder zurückgehen müssen, weil hier das Ende ist. Ja, ja, so ist das halt. I've been trying everything again, but I ain't got nothing left. Falls ihr also mal am Tage nach Spiekeroog fahren wollt, nehmt doch einfach ein Express-Taxi. Ja, zumindest wenn das Wasser weg ist, dann geht es nämlich nicht rüber. Aber es geht ja alle 6 Stunden und dann irgendwann findet man immer eine Fähre. Genau, am Wochenende natürlich in diesen Zeiten ist es weniger besetzt. Warum sollten auch da die Fähren fahren? Es ist doch relativ ruhig, auch auf Spiekeroog ist es ja ruhig. Ja. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, wir haben alles richtig gemacht, dass wir wirklich hier diese Tour jetzt gemacht hatten. Hatten erst überlegt, na, was machen wir nicht, weil wie gesagt, es wäre jetzt CMT-Wochenende. Und ja, jetzt haben wir glaube ich genau den richtigen Ausgleich gemacht, dass wir einfach gesagt, wir fahren einfach hier in den Norden. Wollten wir schon immer her. Leichte Schwindelanfälle hier. Ja, wir wollten schon immer mal herfahren. Aber nicht im Sommer auf jeden Fall, weil das ist einfach ist zu es voll. Einfach too much. Und ja, ich glaube so im Januar, Februar, im Herbst, im Winter ist es doch richtig schön hier und wir schauen jetzt noch, dass wir ein bisschen nochmal Richtung Hafen vielleicht laufen. Genau. Und dann müssen wir bald wieder zurück, weil du hast ja heute ein richtig tolles Essen in der Vorplanung. Das, ja. Das muss ein bisschen länger köcheln. Ja, richtig. Und das zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist.
walk through the door. I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't. Es ist mal wieder soweit. Wir sind am Essen vorbereiten. Da köchelt. Wir blenden da noch gleich noch mal ein paar Fotos ein, denn es gibt heute... Was gibt's denn eigentlich heute, Marcel? Arsch vom Gullen. Er wollte sagen Gulasch. Also. Und ein bisschen Salat noch dazu. Hier in der Schüssel. Der Marcel ist sehr fleißig. Der schält nämlich Kartoffeln. Sind aber keine schönen Kartoffeln, muss ich echt sagen. Also dafür, dass die... Wie alt sind die? Eine Woche? Ja, die waren leider von Anfang an nicht ganz so schön. Aber gut, so ist das halt manchmal. Und dann gibt es noch eine Dose Bohnen dazu. Natürlich mit, wie heißt es so schön, mit Schinken. Genau, schön angewürfelten Schinken. Und dann in der Bratpfanne schön warm gemacht. Ja, ich bereite jetzt erstmal weiter vor. Und der Marcel genauso. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Und da soll man sagen... So ein Gericht hier zu machen, ja, sowas geht hier ohne Probleme in Van, ne? Wie es denn wirklich aussieht, da hast du schon recht, das seht ihr gleich. Genau, aber ich sag mal so, es muss ja nur köcheln und das eine Stunde ungefähr oder vielleicht ein bisschen länger, je nachdem. Das Fleisch muss ja weich sein, also solange, geht alles. Solange wie ich brauche, bis die Kartoffeln fertig sind. Ja, mach in aller Ruhe. Essen ist fertig. Ja, so also, sieht mein Teller aus. Zur Not, wir blenden es ein, habe ja gerade ein Foto gemacht. Mhm. Und... Das ist schon richtig cool, so ein deftiges Essen im Van zu kochen. Hätten wir uns so in dem Sinne aber im Bulli nicht getraut? Nee, im Bulli ehrlich gesagt, nee. Also, da war schon Schnitzel wirklich eine große Herausforderung, aber selbst das haben wir gemacht. Also, ja. Also es geht ja auch. Du hast ja im Prinzip, du bist ja ein Kocher wie jeder andere auch. Also warum soll das nicht funktionieren, ne? Es muss halt nur lang genug köcheln, einfach. Ist einfach so. Genau, jetzt bin ich echt froh, dass wir gleich das Fenster zumachen können, weil es ist die ganze Zeit doch sehr kalt hier drin gewesen. Ja, gut, okay. Das ist halt der Nachteil im Winter gerade. Kannst halt nicht wirklich viel aufmachen, das ist halt relativ... So ist das dumme. Aber wir werden jetzt anstoßen. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, in diesem Sinne. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, das war so lecker, das Essen. Ja, das hoffe ich, ne? Also, das haben wir auch gleich morgen nochmal. Das ist nämlich der Vorteil daran, dass wir entsprechend jetzt immer doppelt kochen können. Also nicht nur einmal. Deshalb brauchen wir es morgen euch theoretisch nicht nochmal zeigen, weil, ja, hatten wir schon mal. So, du hattest gesagt, es ist sehr hell. Ich muss ja richtig nah rankommen. Du bist nämlich jetzt gut ausgeleuchtet, ich aber nicht. Das ist ja unfassbar hier. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gedacht, wir gehen noch mal ein bisschen spazieren, denn das Essen muss ja auch abgearbeitet werden. Das geht ja nicht, dass wir jetzt hier einfach jetzt dick werden und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir richtig laufen und ruckzuck sind wir nämlich drin im Wasser. Denn es ist tatsächlich auch wieder Wasser da. Ja, stimmt, der Hafen ist gefüllt. Ja, wir zeigen euch gleich noch mal so ein paar Impressionen vom, ja, von der Lichter. Armada hier, sage ich mal, ne? Genau, deshalb gehen wir jetzt ein bisschen tiefer in den Hafen rein, denn das, also noch bis zum Ende des Hafens, zum Hafenbecken. Und ja, dann sagen wir schon mal gute Nacht und so morgen geht es hier weiter von Neuharlinger Siel. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light.
while you roam in the streets all alone. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Mahlzeit aus. Achso, Neuharlinger See, hätte meiner Spickohr gesagt. Das ist ja gar nicht richtig. Nee, drüben sind wir nicht. Nee, ganz schön windig heute im Gegensatz zu gestern, aber trotz allem geht das noch. Ja. Ja. Und wir haben den Platz noch gewechselt, stehen jetzt erste Reihe. War sogar noch ein Wettrennen, weil jemand anderes hat den Platz dann auch ausgeguckt, aber wir waren schneller. Ja, wir konnten so quer rein, wir hatten schon daneben gestanden sozusagen und haben da nur drauf gewartet, dass wir darüber konnten. Genau, weil da können wir morgen früh einfach mal das Seitenfenster aufmachen, was wir jetzt haben, um einfach mal früh morgen schon den Ausblick zu genießen. Genau. Ja, ja, die Spiekeroog 2, die kommt nämlich da. Weiß nicht, ob man sie sehen konnte, wahrscheinlich noch zu weit weg. Die und dann kommt das Problem jetzt ist, rein. Die ist auch auf weiß. Aber wir machen ein Foto und versuchen das einzublenden. So ist es. Ja, heute ist etwas, wie soll ich sagen, norddeutsches Wetter, bisschen windig natürlich, ein bisschen kälter. Die Brandung der Wellen ist ganz okay, aber es ist halt schön. Genau, wir wollen euch noch den anderen Platz zeigen, zumindest fototechnisch, das ist ein riesen Campingplatz mit über 1000 Stellplätzen, wäre gar nicht zu uns. Und ja, dann werden wir mal sehen, was der Tag heute hier noch so bringt, weil wir müssen erst morgen wieder zurück. Genau. In diesem Sinne, ja, mal gucken, was noch so kommt. Surrounded on a ship of fools. Sail away, cross the water, set the pace, then discover every ocean. Puiuiui, ihr seid im Wetter draußen. Deshalb sind wir wieder nach einem Spaziergang wieder reingegangen, aber dafür haben wir die Spiekeroog 2, war das, ne? Genau. Gesehen, wie sie habt ihr ja auch gesehen. Wie sie reingekommen ist. Also den anderen Platz mit den 1000 Plätzen, den zeigen wir euch später. Es soll noch mal ein bisschen Sonne rauskommen, darauf warten wir jetzt einfach ab. Ja, und ihr seht das neueste Merchandise, ne? Muss ich mal von hinten zeigen. Ja, wir haben uns mal so ein paar neue Jacken gegönnt. Ja, die hatten wir uns ja, für die Messe besorgt, die jetzt leider nicht stattgefunden hat, aber irgendwann ist eine Messe, also wenn ihr uns mit den Jacken hier seht, dann wisst ihr, wer wir sind. Stehen ja die Namen drauf. Wahrscheinlich wissen sie es auch so, aber egal. Ach ja. So, ja, dann waren wir auf jeden Fall noch bei Bäcker Henry, hier Neuharlinger Siehe. Ja, mal gucken, wie der Kuchen und so weiter ist. Hat, genau. Hast du dir auch noch Kekse gegönnt, ne? Genau. Und diese hier. Die sahen so lecker aus, habe ich gesagt, ach, die nimmst du mal mit. Aber die gibt es erst zum Kaffee. Jetzt machen wir eine lecker Brotzeit. So ist es. Und Stefan wird gleich noch mal einen kurzen Schwenk hier machen, denn wir haben jetzt eine viel bessere Aussicht. Yeah. Na, wer erkennt die Veränderung? Wir stehen jetzt auf der anderen Seite. Genau, das ist die einzigste Veränderung. Nein, wir haben uns jetzt, nachdem eine Brotzeit haben wir gedacht, so heute ist Sonntag, da können wir uns ja mal wieder ein bisschen feini machen, ne? Und dementsprechend hat Stefan einfach gemeint, er macht so fein, dass er gleich das ganze Ding auseinanderbaut. Ja. Denn wir sind ja dran. Sagen, ist auch noch eine Veränderung. Genau, wir sind ja dran, das Auto an unseren Maßstäben anzupassen. Und dazu fehlt natürlich ein bisschen USB, weil ihr wisst ja alle, bei Malibu gibt es sowas nicht. Na, das ist Mangelware. Auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind, dann hat der Wagen, USB. Und zwar, 6. 8. 8 USB-Anschlüsse. Und das reicht gerade so natürlich. Ja, deshalb. Und noch 12 Volt Anschluss haben wir auch noch. Also, diesen hier, den wollte Stefan gar nicht machen. Da habe ich gesagt, doch, ich möchte gerne hier oben eine haben, weil wenn wir mal unseren Router nach draußen packen, und den haben wir nämlich jetzt ohne Akku, damit der Akku wird immer heiß, das muss ja nicht sein. Und da habe ich gesagt, nö, ja, das ist besser da. Ne? Dann haben wir da etwas. Er bastelt, ich lese wieder ein Buch, diesmal ein anderes. Rebellion, lieben leidenschaftlich, bin echt gespannt. Wie lieben und leidenschaftlich die da so sind. Naja, viel Spaß. Und ja,
er arbeitet, ich lese ein Buch und dann hoffen wir, dass das Wetter noch ein bisschen wieder die Sonne rauskommt, so gegen 15 Uhr. Ja, dann wollen wir noch mal ein bisschen spazieren gehen und so weiter. Ne? Aber im Moment ist es, naja, so bedeckt und naja. Ein bisschen pieselig. Und man kann halt mal was anderes machen, ne? Genau, und wir wollten ja euch noch den Platz zeigen. Deshalb. Das auf jeden Fall, das kommt noch. Deshalb wollte ich sagen, du bastelst jetzt. Also, los geht's. Dann basteln wir. So, jetzt haben wir es wieder eine Stunde später und da haben wir jetzt das Kabel. Hat den Vorteil, dass wir, wie gesagt, das Handy können wir theoretisch hier reinpacken, wir können es da reinpacken oder noch wichtiger halt theoretisch. Man kann hier sitzen und man hat das olle Ding und man kann halt hier dran rüber, schneller rüber. Darum ging es doch aber jetzt gar nicht, sondern wenn wir hier das Netz hier zu machen. Achso, dann passt es nämlich noch hat durch man dann Schnitt. Hat man dann einen kleinen Spalt, wo man sagen kann, dass man draußen trotzdem laden kann. Also gerade unser Router, das ist ja dann das A und O. So, wir machen jetzt lecker Kuchenzeit. Draußen ist so windig, da wollen wir ja gerade nicht raus. Das, nee. Wir warten noch ein bisschen. Die Wolken scheinen sich noch ein bisschen aufzulockern, also von daher. Und vielleicht gehen wir dann. Und im schlimmsten Fall müssen wir Bilder aus dem Internet suchen, damit wir euch das zeigen können. Ihr seht, wir klatern uns wieder an. Ja, aber wir lassen die Kamera jetzt hier, denn das ist doch in den Händen immer zu halten, ganz schön kalt. Genau, es ist viel zu kalt da draußen, sehr, sehr windig noch. Und aber wir haben ja unsere Smarties mit dabei und damit kann man so nur die Sachen auch einblenden, die man da machen will. Das werden wir auch. Und ja, 14,2 Volt haben wir noch, das heißt, wir kriegen immer noch Strom von draußen. Ja. Weil die Batterie schon voll ist. Kontrollleuchte ist, glaube ich, auch noch an, würde ich sagen. Meinst du diese orangen Ding da? Ja. Ja, die ist noch an. Ja, und ja, dann werden wir auf jeden Fall jetzt zu diesem Herz da laufen, solange das Wetter passt. Also wenn das Wetter zu schlimm ist, dann gehen wir wieder zurück. Das erzählen wir euch dann vielleicht. Also abwarten. Ihr kriegt es mit, weil zwischen diesen und den nächsten, wo ihr uns wieder seht, müssten eigentlich jetzt ein paar bewegte Bilder, also nicht bewegt, aber Bilder kommen. Und wenn die nicht kommen und wir sind wieder da, dann war das ein Satz mit X. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. And just like we got through everything else. But I see you. Irgendwie geht es hier immer nur ums Essen, aber was soll man sagen, wir haben mal wieder etwas gekocht oder besser gesagt eigentlich nur aufgewärmt. Ne, das stimmt ja nicht, Kartoffeln sind neu, jetzt haben wir Blumenkohl, ja. Gestern hatten wir was anderes, gestern hatten wir Schinken mit grünem Brot. Ja, das war auch sehr lecker, genau. Also da kann er sagen, dass wir hier nicht unterschiedliche Sachen essen. Aber ja, man muss ja abwechslungsreich, ne? Ist ja das Schöne bei Gulasch. Gulasch, und am zweiten Tag ist das ja noch viel besser. Besser, ist ja noch durchgezogen. Ja, das stimmt. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall essen. Mhm. Dann haben wir auf jeden Fall nach dem Essen noch zwei Themen. Einmal hast du gestern gebastelt, haben wir gestern gar nicht mehr gezeigt. Ja, das werden wir gleich dann nochmal erwähnen, genau, und was ich gemacht habe, genau. Thema Herd. Haben wir auch noch was zu sagen. Oh ja. Aber alles erst nach unserem Essen. Ich wollte sagen, nach unserem Intro. Ja nein, aber wir genießen jetzt und in diesem Sinne. Prost. Prost und guten Hunger. Guten Hunger euch. Ach, das Essen war wieder richtig lecker. Die Transformation sämtlicher Bestandteile ist auch wieder vollzogen. Ist alles nämlich abgewaschen. Ja. Hast du gerade so gemacht? Ja, ich habe gerade gedacht, was denkt ihr, was macht denn? Es ist alles wieder abgewaschen. Es ist alles wieder abgewaschen. Ja, und wir haben zwei Themen für euch jetzt noch, so kurz bevor wir dieses Video, bevor wir gute Nacht haben, das ist das. Zum einen, hinten gibt es jetzt einmal ein Bild, also USB-Dose ist angebracht, genau, richtig schön. Ist eine Doppeldose, das heißt, wir können jetzt endlich die Uhr laden und auch Handy laden, also das geht auch parallel oder
beide Uhren, wobei wir dann nicht genug Ladekabel dabei hätten, aber zumindest ist das halt von der Technik her voraus. Genau, also das ist auf jeden Fall erledigt, weil wenn man bei Malibu das ja bestellt hätte, hätte man ja nur eine Dose bekommen. Ja, und für das gesamte Auto reicht das nicht. Das ist absolut ein Witz. Aber wir haben uns beholfen, wie gesagt, hast du ja gesagt, 8 Stück in, am Schluss werden es wohl verbaut werden. Ich überlege gerade, genau, da zwei, da zwei, da zwei, da zwei. Ja, tatsächlich. Genau, es sind 8 Stück. Also 7 USB und eine USB-C. Ja, okay, gut, ja. Und im Endeffekt sind es ja, wenn du es mal so siehst, an Geräten selber nur 4 Stück. Nur die sind halt immer doppelt. Weil ich baue ja nicht in eine einzelne rein. Das macht ja keinen Sinn, weil man hat so viel Zeug. Dann eine Sache, das ist ja echt interessant gewesen. Wir haben ja vorher den Kuwi gehabt. Und dann mit dem Herd, da haben wir immer schon in den Facebook-Gruppen was gelesen und haben uns gewundert, wieso haben diese Probleme? Die Probleme kennen wir nicht. Von was rede ich? Ja, die Leute haben, oder ihr habt da auch geschrieben, dass es, diese Dinger verrußen und verkoken. Da, wo der Topf immer draufsteht. Ja, diese Topf, weiß ich nicht, wie sie heißen. Ja, keine Ahnung. Naja, jedenfalls diese Stäbe, diese Eisenstäbe. Und wir haben das Problem jetzt auch. Ich habe da eine Vermutung, denn es gibt einen kleinen Unterschied hier in diesem Auto zu dem anderen Auto. Hier haben wir nämlich Gasfilter drin, ne? Und in dem anderen Auto waren keine Gasfilter. Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum passiert das wahrscheinlich wegen den Gasfiltern, aber warum passiert das, wenn ich erst recht Gasfilter drin habe? Es sollte ja eigentlich dann besser sein, aber... Und das ist wirklich eine Verrußung, Alter, ich weiß es nicht. Wir haben es euch ja auch eingeblendet. Ja, das werden alles Themen sein, die werden wir natürlich in den nächsten Wochen thematisieren, weil wir ja nochmal einen Vergleich machen zwischen Kuwi, was hat das alles gekostet. Wir haben ja unsere lange Liste, die immer länger wird, muss man sagen, und diese ganzen USB-Sachen, Licht und so weiter. Ja, da kommt auf jeden Fall ein komplett eigenständiges Video, was haben wir genau wo gemacht, ne? Auch an Lichtkonzept und so weiter und ja. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Jetzt sagen wir gute Nacht, weil wir wollen noch ein Filmchen gucken. So und dann werden wir uns morgen von Neuharlinger See verabschieden. Bis jetzt war es toll. Ja. Mal gucken, ob es morgen auch noch so toll ist, weil dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Und ja, dann bekommt ihr morgen das Fazit zu Neuharlinger See. Einmal größer sein als Marcel. Ich wollte gerade sagen, du wolltest doch immer größer sein. Jetzt bist du es mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier aus dem aus wunderbaren Niedersachsen, Sturm verwurzelt. Oh, nee, weiß ich gar nicht. Sturm verwachsen, so heißt es. Nee, Sturm erprobt und erdverwachsen. So rum war es. Ja, also Gott sei Dank sind wir erdverwachsen. Das Auto ist schwer genug, dass wir heute nicht weggeflogen sind. Wir sind im Nacht schön eingeschlafen, so schön im Bett hat das so. Also es war auf jeden Fall sehr windig. Man hat die Dachluken... ganz schön gehört. Zumindest die eine, wo halt hinten ist ja keine Dichtung drin. Also, und man merkt es auch dann, das zieht richtig. Ne? Ja. Also, ja. Gibt es nicht umsonst, dass viele da sich nur mal eine Dichtung einbauen, obwohl man es ja eigentlich nicht machen sollte. Ja, wegen Zwangsentlüftung und so. Aber man kann das bei so einem Wind gut nachvollziehen, weil das war schon echt nicht schön, aber wir konnten gut schlafen. Wobei, das Auto hat sich ja so bewegt. Das Problem ist, wir lagen ja so. Das heißt, Wunder, dass uns nicht übel wurde. Naja. Allgemein, wie gesagt, wir hätten euch noch schöne Bilder gerne gezeigt, aber draußen ist pieselig und wie gesagt, ihr hört es teilweise, es ist sehr windig, deshalb gibt es keine Bilder mehr von draußen. Wir haben aber euch Schönes gezeigt hier von Neuharlinger See. Es ist auf jeden Fall schön und kommt gern hierher. Genau, das lohnt sich und zwar wirklich auch in den Wintermonaten. Nicht nur in der Hochsaison, sondern auch in diesen Monaten, weil da ist die Luft auch sehr, sehr gut und für Allergiker oder die Atemprobleme haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut in der Zeit. Top. Ja, das soll es gewesen sein mit unterwegs in Niedersachsen, diesmal Neuharlinger See. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das freut uns immer sehr. Bestätigt auch ein bisschen unsere Arbeit, die wir damit haben. Ja, ja. Und dann Glocke drücken, ne? Dann werdet ihr informiert. Abonnieren habt ihr hoffentlich schon. Wenn nicht, einfach da lassen, ist kostenlos. Ja, sonst Instagram, Facebook ist alles unten eingeblendet. Dementsprechend braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. Außer allzeit gute Fahrt, schöne Zeiten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.